So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge PvP-Action. Wir sind in Classic angekommen, nachdem wir letztes Mal ein 35-minütiges Match hatten, wo wir wenig beigesteuert haben, außer einen kleinen Flaggenstil und dann einfach nur abgegeben. Versuchen wir alles, was wir so ein bisschen aufgesammelt haben, aufgesaugt haben, besser zu machen. Gerade was ich da letztes Mal erwähnt hatte mit Deckung gehen und lieber nicht so viel offene Fläche zulassen, dass man nicht direkt entdeckt wird und weggefokust werden. Das hat sich im letzten Spiel ja ziemlich krass gegen uns gewendet, dass wir fast immer, noch bevor sie überhaupt die Flagge genommen haben, erstmal uns gesehen haben, runtergeklatscht haben und dann erst die Flagge geholt haben. Deswegen versuche ich mich erstmal in der Position. Wir haben hier im perfekten Vorteil. Wir haben hier viel Cover. Hier werden wir am wenigsten erwartet. Und wenn der Kollege kommt und die Flagge aufzuheben, bin ich immer noch schnell genug, so einen kleinen Manöver hier zu starten. Selbst wenn er mich jetzt weghaut. So, ich gebe hier noch meinen 3 Sekunden Stun. Ich habe hier Unterstützung. Ey, komm. Ernsthaft, ich will ihn jetzt killen. Das war jetzt mein Verdienst. Das ist jetzt mein Verdienst gewesen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. So. Ich ziehe mich zurück. Viele Hordler. Das wird auf jeden Fall schwierig. Bin erstmal hier gestunt, dann stunne ich halt den zurück. Und, yo, man muss sagen, was man will, aber es sieht schon, es läuft schon, es sieht besser aus. Wir sind gestorben, aber immerhin haben wir nicht, wie letztes Mal, haben wir ein bisschen Damage gemacht und sind gestorben. Wir haben wenigstens effektiv irgendwas gemacht. Davor war es ja, ja, ich bin da, ich bin tot. Ja, ich bin da, ich bin tot. Und hier war es wenigstens, ja, ich bin da, ich habe ein bisschen Damage gemacht, eingekillt und bin gestorben. Das ist doch schon mal was. Wir steigern uns. Man muss ja ein bisschen in dieses Classic-Mindset reinkommen. Ist ja komplett was anderes als die Classic-Zeiten. Ich meine die Retail-Zeiten, wo wir noch wirklich, keine Ahnung, mobil waren. Wir haben einfach noch irgendwas, was wir zu uns nehmen können, was uns Heilung gibt. Wir haben auch einfach mal gefühlt 10 Millionen mehr Leben als gerade aktuell. Also es ist auf jeden Fall ein komplett anderes Gameplay. Ein sehr langsameres Gameplay, hatte ich ja schon mal erwähnt. Aber es ist belohnender. Gerade, wie gesagt, diese strategische Spielen zahlt sich hier umso mehr aus. Das heißt, je strategischer man hier ist, je mehr man mit seinen Kollegen abspricht, je mehr man hier gewisse Sachen koordiniert und durchspielt und routiniert auch runterbringt, umso besser funktioniert das. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Deswegen, Jungs, freue ich mich ja auch darauf, hier ein bisschen Classic PvP mit uns, mit meinen Random Mates zu bestreiten. Einfach weil ich mich darauf freue zu sehen, wie das Ganze hier so sein wird. Wie es so ist, in das good old Classic Mindset reinzukommen. Okay. Jo, gestunt. Aber das macht nichts. Ja, okay, jetzt kommen diese Game Moves, ne? Ich werde wahrscheinlich sterben, aber du stirbst nicht mit mir. Leider. Hätte er mich nicht runtergehauen, hätte ich ihn gekillt. Wir werden langsam besser, was das angeht. Aber wichtig ist, den ersten Punkt zu machen. Und das haben wir schon mal hervorragend hinbekommen. Mit einer gefühlten... Alter, einfach mal jeder verteidigt. Ich weiß nicht, was die Horde in der Zeit gemacht hat, als unser Flaggenträger von der Seite darüber gependelt ist. Vielleicht haben sie einfach die Schule geschwänzt. Und gewartet, bis der Typ hier irgendwie in irgendeiner Nähe kommt, dass man ihn auflummern kann. Hat sich gar nicht ausgezahlt für die Kollegen. Die wurden ziemlich schnell runtergeboxt. Damit haben wir schon mal das 1-0. Ist schon mal deutlich schneller gedroppt als im letzten Spiel. Das heißt, wir können uns... Baby! Baby! Nein! Ja! Ich wollte gerade sagen. Ich will meine Schurken 1-1 haben. Auch wenn das hier ein langweiliges 1-1 ist, weil... Oh! Okay. Er hat mich CC'd. Du kleine hinterlistige Ratte. Du kleine hinterlistige Ratte. Das gibt's nicht. Und am Ende haut er mich noch um. Passt auf, Jungs. Ja, am Ende haut er mich um. Aber Verfehlchance ist riesig, mein Freundchen. Na gut, dann erschieße ich dich halt. Du kleine Ratte. Ja gut, kann ich auch. Das gibt's nicht. Du kleine dreckige Kackratte. Warte, wenn ich meine Griffel bekomme. Du Wichser! Ich bin am Ende noch gestorben! Oh Gott! Nein! Das ist peinlich! Das ist ja mal mega peinlich! Oh, damn! Damn! Mit 1% hat er es noch überlebt! Ich geb mir die Kugel, ey! Also da leidet ein bisschen mein Schurkenstolz. Ja, auch wenn das hier, wie gesagt, grundsätzlich zwei verschiedene Gameplays ist.
Da leidet ein bisschen mein Stolz darunter. Alter, da hat er mich einfach nur so niedergemetzelt. Ja. Aber da merkt man einfach, was ein Schurke auch wirklich so anrichten kann, wenn man ihn, wenn man in den richtigen Händen liegt. Also, ich muss ja wirklich mich noch so ein bisschen so reinfuchsen und nochmal lernen, wie das so ist. Aber der Typ hat ja, glaube ich, den Schurken schon so quasi halb inhaliert und weiß quasi, wie das funktioniert. Oh, ich kann, oh, Fallen kann ich entschärfen. Yeah, boy. Das ist auf jeden Fall nix hier. Damit kannst du mir nicht gefährlich kommen. So, da werden wir auch nicht mal fieser Tricks tun, sondern wir gehen auf ein bisschen mehr Massenschaden. Den Wichser will ich killen! Lass ihn am Leben! Nein! Dieser Pisser und eingefroren. Aber ich glaube, Adrossim wird dir noch den Rest geben. Plus meine Dings hier. Pff, du bist tot, Mann. Du bist tot. Du bist tot, er ist tot. So, ich bleib hier erstmal mein Ei. Irgendwo war der kleine Ficker. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Ich bin noch lange nicht fertig. Na warte du, das ist doch dieser kleine Ficker. Nein, nein. Niemand wird mich jetzt nicht von meiner Rache abhalten. Niemand. Wo ist diese kleine Kackratte? So, und Runde Nummer 2. Ich bin mal gespannt, wie du dich aus der Scheißsituation befreien willst. Ich schon wieder umgekommen. Junge, ist das dein fucking Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Ich wurde schon wieder runtergekloppt. Von demselben Spacken. Ich meine, ich kann ja noch zur Verteidigung sagen, dass mir der Druide im Nacken lag und mir nochmal schön Damage reingehauen hat. Aber dass der Typ mich schon wieder mit ein paar billigen Combo-Moves gekillt hat, das ist ja traurig. Das ist ja fast eine Shit. Das ist ja fast ein kleiner halber Shitstorm. Von meiner Seite aus. Hä? Heilige Scheiße, ey. Seit wann ist er so krass? Oh, Alter, mein Stolz leidet ein bisschen darunter, ich sag's euch. Das ist nicht gut. Das sind Sachen, daraus wird man salty. Das hat Salty-Potenzial. Da wird man richtig salzig. Oh, Alter. Das ist ja mehr als lame. Das ist ja mehr als lame. Da dachte ich, okay, Bitch, jetzt bist du dran. Aber nein, er macht mich einfach platt. Oh. Hat gesessen. Das muss ich erstmal ein bisschen verdauen. Das sitzt tief gerade. Die zwei Nackenschellen, die er mir da ausgeteilt hat. Autsch. Autsch. Wir führen noch. Das ist so wenigstens das, was mich noch ansatzweise glücklich macht. Wir führen, wir verlieren nicht. Das ist schon mal was. Autsch. Wir werden warten. Einfach nur aus dem Grund, weil ich diese Drecksau, weil ich weiß, dass diese Drecksau hier irgendwo wieder rumlungern wird und dem will ich diesmal weghauen. Santa Claus is coming home, bitch. Aber not this time. This time mache ich ihn platt. So, noch ein Stun rein. Alter, ein Schamane mit einem Zweihänder. Sowas sehe ich sehr selten. Aber das war's. Ich musste zwar mein Adrenalin-Rausch zünden, was ich eigentlich für die andere Kackbratze vorgesehen hatte. Aber gut, dann muss es halt so sein. Funktioniert ja nicht anders. So, Unsichtbarkeit aufdecken. Ich will diesen Wichser finden. Ich bin wirklich hier, ich bin nur hier hinten, weil ich hoffe, dass er hier irgendwo auftauchen wird. Und dann poliere ich in die Fresse. Ich muss näher ran. Und dann machen wir das. Ne? Ich lebe hier in Bremen. In Bremen sagt man, dreimal ist Bremer recht. Ja. Und das ist das dritte Mal. Das heißt, zieh dich warm an, Junge. Zieh dich warm an, wenn ich dich nochmal in die Finger bekomme. Gut. Also, unser Flaggenträger hat ja schon mal die Flagge aufgenommen. Das heißt, ich brauche gar nichts zu machen, außer eigentlich hinten zu bleiben und Rückendeckung geben, dass er hier einfach mal so easygoing reinspazieren kann und die Flagge abgeben kann. Das ist ja der Job, für den ich quasi qualifiziert wurde. Das ist so, das funktioniert. Man hat es ja gesehen, den Tauren habe ich ja ziemlich easy weggesteckt. Zwar musste ich ein paar Sachen zünden mit langer Cooldown, gerade Blutrausch, 5 Minuten ist eine Weile. In der Zeit könnten noch 2 weitere Flaggenträger kommen, wenn du Pech hast. Aber sicher ist sicher, gerade bei Schamanen, da weiß man nie, was da einen so erwartet. Okay, wenn er dich gerade mit so einem Knüppel angreift, vielleicht weiß man ungefähr, was dich erwartet. Aber ich wollte da auf Nummer sicher gehen. Und damit wir ein paar Kills machen, damit ich mich ansatzweise gut fühle mit 3 Kills. So, nochmal, Hexenmeister. Oh, da, ich weiß jetzt doch, wie die ganze Scheiße hier sein wird. Der wird mich hier gleich hier durchstunnen. Das gefällt mir gar nicht. So. Erstmal das hier machen, erstmal ein bisschen Energie regenerieren. Unsichtbarkeit geht nicht, weil ich einen scheiß Debuff habe. Und jetzt geht's los. Jetzt geht der ganze Bratzen hier los, wo ich erstmal 5 Millionen Jahre irgendwie dumm herumeier und nicht weiß, wohin mit meinem Leben. Ja, das ist my life.
Fuck me. Ich stehe immer noch rum. 7 Sekunden lang. Diese Furchteffekte, das ist einfach mal crazy. Ich glaube, ich komme nicht mal rechtzeitig heraus. Oh, nö. Oh, nö. Der ist hier irgendwo, ne? Ich will eigentlich essen. Ey, Bro, du bist auf dich allein gestellt, oder was ist das? Tollkühne, okay, gut, das ist kein Schurkenstunt. Ich muss essen, ich dachte schon, der lungert schon der Schurke auf und wartet nur darauf, mir dir auf die Fresse zu hauen. Nachdem ich erstmal so großwitzig gesagt habe, beim dritten Mal fick ich ihn. Und dann kommt er. Das wollen wir nicht. Erstmal einen taktischen Rückzug. Ein bisschen was phrasen. Gott sei Dank haben wir wenigstens ein bisschen was zu essen. Okay, aber es lief ja okay, so, er hat ja seine ganze Scheiße an mich ausgezündet, hat ein bisschen mich im Fokus genommen und da hatte der Jäger genug Chancen, ihn da fertig zu machen. Das ist eigentlich ganz okay gelaufen, das war so ein bisschen gut abgesprochen, mental. Unser Flaggenträger ist leider nicht durchgekommen, okay, schade, aber nicht so schlimm, wie gesagt, wir führen noch erstmal mit einem Punkt. Ja, ich schau mal, wie es sich weiterhin so entwickelt, ne? Ich könnte eventuell auch in die Offensive gehen. Mit 15 Sekunden Sprint sind wir fucking quick as fuck. Gerade wenn wir durch einen Tunnel gehen und noch Glück haben und da noch ein Tempo-Ding ist, 100% und nochmal 70%, da bist du eigentlich schon, wenn du nicht von der Horde ausgebremst wirst, fast schon auf der anderen Seite. Das ist ziemlich krank. Das hat auch die Schurken damals echt zu guten Flaggenträgern gemacht, einfach weil sie so mobil sind mit dem Sprinten. Kann sie zwar nur einmal alle 3,5 Minuten benutzen, aber wenn sie es einmal benutzen und es auch richtig machen, jo, dann hast du eigentlich die ganze Konkurrenz hinter dich gelassen, wenn da noch eine gute Verteidigung im Rücken ist, die dir da ein bisschen Backup gibt. Also da sollten wir vielleicht mal überlegen, wenn es bei denen nicht so richtig aufgeht mit der Offensive und dem Flaggen einnehmen und dass sie da immer runtergeknüppelt werden, vielleicht. Okay. Ich sollte mal rangehen, denke ich mal so. Habe mir jetzt auch so gedacht. Ich baue jetzt mal Kombo-Punkte auf und gebe ihm gleich einen 5-Sekunden-Stun. Das wird dann eine Weile dauern, aus denen er sich da rausbefreien muss. So, 5-Sekunden-Stun, ich wünsche dir viel Spaß. Das ist genug Zeit, dass ich dir hier die Fresse poliere. Genug Zeit. Hat auf jeden Fall ausgereicht. So, Verstohlenheitsaufdeckung. Gucken, ob hier noch irgendwas rumlungert. Ich sehe jedenfalls nichts. Nichts Gefährliches. Ich gehe mal zwischen den Gang. Ist hier was? Ist was, Doc? Ach, kann ich nicht. Weil ich mit vielen Feuer aufgedeckt wurde. Shit. Dann würde ich sagen, solange der Debuff auf mich noch aktiv ist, bleibe ich erstmal hier. Und beobachte mal von unserem guten alten Fenster aus, was hier abgeht. Die haben ihn auch nicht gebracht. Alter. Alle gestorben? Kann das sein? Sieht so aus. Okay, gut. Das bedeutet ja eigentlich, wenn sie alle gestorben ist, dass wir gleich mit irgendeinen Kollegen hier rechnen müssen. Ja, habe ich mir doch gedacht, der die Flagge versucht gleich einzunehmen. Das habe ich mir schon gedacht. So, ein Schurkenkollege, der mir mal mit aushilft. Jo, der ist tot. Hier noch ein Stun rein. Bam, 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 bam. Du wirst einfach runtergemetzelt. Den Kill wollte ich haben. Dadurch fühlt sich mein Ego ein bisschen aufgehübscht. 4 Kills, damit bin ich ungefähr mit dem Mainstream dabei. Aha! Nett. So, nett, aber nicht nett genug, Ned Flanders. Ich werd ihn fokussen müssen. Alter, schon wieder Eisblock? Ja, du, das ist gut für mich, weil ich baue erstmal Kombo-Punkte auf. Ciao. Den haben sie wahrscheinlich, den da oben haben sie weggebumst, ne? Das heißt, eigentlich sind wir hier mit unserem Job fertig. Ich kann wieder zurück in die Verteidigung gehen, aber es sind hier schon viele. Oder? Ja, guck mal an, wie viele das sind. Es ist hier Santa Claus, dieser kleine Bitch. Den will ich eigentlich noch runtermetzeln. Da habe ich noch persönliche Agro-Probleme mit dem. Aber es sind mir viel zu viele wieder hinten in der Verteidigung. Deswegen versuche ich mal mein Glück. Zwar müssen wir 3 Minuten noch warten, bis wir sprinten. Ja, oder gut, ich begleite ihn erstmal. Selbst wenn er krepiert und ich es schaffe in der Zeit eben schnell die Flagge aufzuheben, das ist ja schon mal was. Dann kann ich ja trotzdem noch Sprinten aktivieren und mir die 15 Sekunden lang durchhässeln, wenn es klappt. Das ist halt natürlich nur, wenn es klappt. Schauen wir mal, wie das Ganze jetzt hier wird. Okay, er kommt aus der. Sollte mich unsichtbar machen, um nicht zu viel Preis zu geben, wo er sich gerade befindet. Ich werde ihn begleiten.
Ich meine, die haben ja, wie gesagt, hier einen Schurken, der ihnen am Hals hängt. Deswegen wäre es gar nicht mal so dumm, wenn einer mindestens. Ja, gut, ich gehe mal ein bisschen schon mal weiter voran. Er hat ja mehr Tempo als ich. Seiten der Schurke wird ihn genau jetzt attackieren, dann Pech gehabt. Dann Pech gehabt. Oh! Oh, du wirst schon erwartet. Ich hoffe, du freust dich drauf. Du wirst schon am Tunneleingang erwartet. Und ich weiß nicht, wo unsere Kollegen sind, aber es ist niemand da, der dir großartig helfen kann. Jo, ihr seht schon. Da kommt er schon. So, das ist. Ah, das ist dieser kleine Ficker! Jetzt! It's over, Anakin! I have the high ground! Nö. Guck, siehst du? Das sind Fickermanöver. Das sind Fickermanöver, ja? Ja? 5 Sekunden dann. Ich bin dran, du kleine Kachper. Das war's für dich, Penner. Nochmal ziehst du mit mir so eine Scheiße nicht ab. Oh. Da hat mal ein bisschen die Aggro in mir rausgehört. Hat mal leicht das Aggro aus mir rausgehört. Aber sorry. Diese Scheiße, die er mit mir wieder abziehen wollte, das gebe ich mir nicht dreimal. Das gebe ich mir nicht ein drittes Mal. Das ist mir ein bisschen dann zu dämlich. Okay, ich habe dafür alles an diesem Wichser zünden müssen, aber ich kann trotzdem aufschließen. Prinzipiell könnte ich das so. Okay. Doppelschurkenkoch. Ja, genau. In welcher Welt leben wir, dass das irgendwie für uns eine großartige Bedrohung darstellen könnte? Er muss ja durch den Tunnel kommen. Was anderes bleibt denn ja nicht übrig. Er kann sich komplett in die Ecke. Wobei, das ist, glaube ich, sogar sein. Das ist sogar das, was er machen will. Er will auf Zeit spielen, dass da seine Kollegen ihn noch unseren Flankenträger zu Fall bringen. Okay, gut. Das ist dann natürlich eine Taktik, die verstehe ich. Da müssen wir dagegen halten. Ja, Tatsache. Ja. Das ist, wie ich es mir gedacht hatte. Muss ich mich zurückziehen, damit ich nicht so viel Trefferfläche preisgebe? Vielleicht dem hier einen geben. Zerhexeln drauf. Flagge wurde aufgenommen. Unsichtbar machen. Los geht's. Auf geht's, Jungs. Haut dir die Fräse weg. Die Fräse. Jo, das war's. Nein! Ist unser tot? Nein, er hat nur die Flagge getauscht. Gut. Ich wollte gerade sagen, da haben wir uns wirklich Mühen und Scheu nicht kosten lassen. Echt, nicht sein Ernst. Nicht sein Ernst, dass er die Flagge immer noch nicht abgegeben hat. Dude! Ja, Dude, das ist echt eine Sache, die kann man so sagen. Dude. Aber. Puh. Nicht panisch werden, nicht Panik schieben. Wir haben es immer noch, Gott sei Dank, irgendwie geschafft. So, das ist doch schon mal. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Wir waren sogar ein bisschen in der guten alten Angriffsposition und haben sogar ein bisschen Damage gemacht. Sogar unseren Flaggenträger verteidigt und sogar noch deren Flaggenträger ein bisschen gefährlich viel Schaden angerichtet. Oder mindestens den Stun, den nötigen Stun gegeben, dass er da nicht großartig was casten kann. Also, wir waren mal wieder useful. Alter! Bam, 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 bam. Man sieht das nicht, aber ich dab so ein bisschen leicht. Weil ich endlich mal was Vernünftiges auf die Reihe bekommen habe. Wenn man das mit dem ersten Spiel vergleicht, was wir hatten, das ist ja Quantensprünge. Man könnte meinen, ich hätte dazwischen 50 Spiele oder so gespielt, aber nein. Ich habe einfach nur 3 gespielt. Okay, also, wenn wir das so jetzt weitermachen, wie wir es gerade gemacht haben, dann bababam, wird das ein easy win. Ich würde mal sagen, Paladin will wieder sich die Flagge aneignen. Das ist ja von meiner Seite aus völlig in Ordnung. Der hat es ja bewiesen, dass er es kann. Ich werde ihn da als Rückendeckung auf jeden Fall den Rücken stärken. Und hoffen, dass hier kein Schurke. Ja, wobei, man könnte ja. Wachsamkeit kann man ja immer mal zwischendurch zünden, um zu schauen, was hier so gerade abgeht. Vor allen Dingen eine Falle. Schurke. Aufgedeckt. Ja, ja, ja! Nein! Okay, diesmal. Ja, okay, ich geb's zu. Diesmal hast du the fucking High Ground. Okay, aber das kann ich ja. Oh yeah! So. Bitch. Jetzt bin ich wieder der, der den High Ground hat. It's over, Anakin. I have the High Ground. Ja, schön. So, nochmal ein Stun rein, damit er unseren Paladin nicht wegfokust. Er macht sich tot. Ja, das ist mir sowas von egal. Du kannst dich totstellen! Aber ich weiß, tief im Inneren lebst du noch. Deswegen stirbst du jetzt auch. Okay, meine Freunde, wir müssen los. Und die Flagge abgeben. Wir brauchen den 3-0. Der Hype Train is real. So, Paladin wird wahrscheinlich uns jetzt erstmal fürs Erste verlassen. Ist gar nicht so schlimm.
Problematisch, wenn jetzt hier die ganzen Leute, die wir gekillt haben, wieder gerespawnt sind. Das heißt, sie könnten ihnen dann eventuell gefährlich kommen. Aber ich denke mal, sobald wir hier aus der Höhle rauskommen, mounten wir ab, genau. Mounten wir ab und gehen. Also ja klar, ihr seid natürlich die coolen Babus, weil ihr 100% Reitgeschwindigkeit habt. Ich bleib mal ein bisschen hinten zurück. Gerade für diese Fälle. Damit hier niemand... Ja, genau das meine ich. Du gehst zurück, erstmal wo du herkommst. Und Flaggenträger, wie sieht's... Oh, der ist hinter uns. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich muss näher ran. So, da geben wir erstmal ein bisschen den nötigen Kick. Ne? Schon wieder? Echt? Okay, das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. 13 Sekunden lang erstmal hier schön in der Eisfalle verbringen. Ja, da wünschte man sich, man würde PvP jetzt endlich so weit spielen, dass man das Medaillon freigeschaltet haben und solche Sachen. Ja, oh, er wartet nur auf mich, ne? Ich bin außer Reichweite. Bro! Das ist zu weit entfernt. Nein, du Wichser! Du kleiner Ficker. Ja, ja, du hast keine Wahl. 17 Sekunden und dein Arsch gehört mir. Okay. 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 Yo. Ich bewege mich nicht. Okay, Bro. Nein. Er zieht wirklich alle Register gegen mich. Er hat alle Register gegen mich gezogen. Okay. Wenn man bedenkt, wie ich ihn die ganze Zeit den Arsch poliert habe, verständlich. Da hatte jemand genauso viel Aggro auf mich, wie ich auf ihn. Das zieht sich ja wortwörtlich an. Ja, ist ja aber auch nicht schlimm. Ne? Wir sind ja nur als so ein bisschen als Backup da geblieben für den Fall der Fälle, um den Flaggenträger freies Geleit zu gewährleisten. Das haben wir so gut es geht geschafft. Ich würde mal sagen, wir schließen uns wieder der Staffel an, die wahrscheinlich den Flaggenträger attackieren will, je nachdem, wo er sich jetzt erstmal aufhält. Wo ist er denn, der Kollege? Wo ist er denn, der Flaggenträger? Der ist wahrscheinlich schon komplett durchgelaufen, ne? So wie unser Mann. Er wird zwar attackiert, aber ich... Hat der Backup? Ja, der hat einen. Und das ist ein Heiler. Also von daher bin ich guter Dinge, dass das irgendwie funktionieren wird. Zwei Doppelheiler. Da kannst du als Schurke auch nicht mehr viel machen. Da kannst du noch so guten Schaden ausfahren. Das ist meistens schon eine harte Nuss zu knacken. Und ein Schurke ist sowieso in Verteidigung. Das heißt, das passt schon. Ja gut. Dann würde ich sagen, wir gehen und attackieren. Denn wir wollen ja auch schließlich mal irgendwann nach Hause gehen. Und das schaffen wir auch nur, wenn wir den letzten Punkt erzielen. Ich bin mal gespannt, wo er sein wird. Ich spekuliere darauf, dass er wieder nach oben gegangen ist. Also der wird hier nicht irgendwo in dem Flur rumhausen, sondern der wird hier irgendwo nach oben sich schon verkrochen haben. Es wäre dumm von ihm, wenn er hier unten wäre. Das wäre wirklich dumm. Und, ja, nein. Also es ist hier nur so ein bisschen Kanonenfutter, um uns hinzuhalten. Das echte Problem wird wahrscheinlich hier so sein. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Mit Unsichtbarkeit wäre das perfekt. Dann kommen wir schnell hier durch. Ich gehe schon mal vor und scoute mal die ganze Situation. Der wird ja... Ja, der wird hier oben sein. Wo soll er sich denn sonst verkrochen haben? Ich habe zwar noch eine zweite Idee, wo er sein kann, wenn er nicht hier ist. Aber ich vermute, er wird doch hier sein, oder? Nee. Sei denn, er ist jetzt hinter diesem Pfeiler. Auch nicht. Aha. Krank. Scheiße. Und... Schnell mitnehmen und fliehen. Ich weiß nicht, wo er war. Ich vermute mal, wenn er nicht hier war, dann war er wahrscheinlich im Friedhof. Das ist so meine Vermutung. Ja, fuck. Erstmal hier. Das sollte fürs Erste reichen. Ich brauch Backup. Ich brauch fetten Backup, weil ich werde von hinten beschossen, wie bis zum geht nicht mehr. Ich zieh mich zurück und laufe erstmal. Schön laufen. Ich hoffe, dass sie wenigstens die Zeit nutzen, um den Flaggenträger von deren Seite aus runterzukloppen. Das ist nämlich, worauf ich spekuliere. So, ich weiß nicht, ob ich die Flagge abgeben sollte. Sollte ich die Flagge abgeben? Ja, ich sollte die Flagge abgeben, definitiv. Nein, ich gebe jetzt nicht mehr die Flagge ab. Nicht, wenn hier irgendwie Horde-Abschaum in der Nähe ist. Jo, das war's. Nicht schon wieder der! Ey, Jungs, wenn ihr mich jetzt hier an den Wichser krepieren lasst, ich raste aus, Amanakoi. So, ich beobachte mal, wo der ist. Ich kann ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Aber der wird hier irgendwo in der Nähe sein.
So, ich ziehe direkt schon den drin für den Fall der Fälle, dass er mir von hinten hat, dass er mich von hinten attackieren wird. Tod. Eisfalle. Ja, gut, das ist natürlich scheiße. Yo. 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 Es kommt Heilung, aber ich muss mich wirklich krass verteidigen, dass ich hier nicht sterbe. Ich bleib bei meinen Heilern. Ich bleib bei meinen Heilern. Oh. Ah, die Heiler sind tot. Witzig. Krank. Nein. Na, das wäre die Chance gewesen. Aber immerhin konnten die keinen Punkt erzielen. Das heißt, es bleibt weiterhin bei 2-0. Wir haben die Flagge verloren. Der wird wahrscheinlich durch den Tunnel kommen oder von der Außenlinie. Das heißt, wir haben genug Leute schon, die da stehen, die da ihn direkt abfangen können. Oder? Ja, doch, das sind ein paar Leute. Auf geht's. Auf geht's. Ich weiß, dass sie sich viel leisten und trauen. Aber ey. Okay. Yo. Netter Versuch. Okay, das ist ein Versuch, der zieht. Hier, friss mein Gewehr, Bro. Friss! Friss meine Kanone! Sag Hallo zu meinem Freund. Wo ist er denn jetzt? So schnell, der kann doch nicht so schnell gewesen sein, oder? Oder campt der irgendwo hinten? Der campt wahrscheinlich irgendwo hinten. Sonst hätte ich es doch gesehen, wenn er hier irgendwo schon aufgeploppt wäre. Ja gut, dann... Was? Wie bitte? Der war schon so schnell? Es sei denn, okay, sie haben ihn runtergekloppt und da hatte irgendjemand anderes die Flagge schnell aufgehoben. Das kann natürlich auch sein, ne? Das ist natürlich eine Sache, das kann auch passiert sein. Ja gut, an sich ist es ja nicht schlimm. Wir führen weiterhin. Wir müssen einfach nur einen einzigen Punkt machen. Die Horde muss zwei Punkte machen. Das heißt, wer Quick Maps machen kann, weiß, dass wir hier immer noch in einer besseren Position stehen. Aber damit geben wir der Horde immer noch Comeback-Chancen, dass wir hier einfach mal denen einen Punkt gönnen. Sollten wir nicht nochmal vorkommen lassen. Ich beobachte jetzt, wo er rauskommt. Kommt der Tunnel oder kommt er jetzt hier an der Seite? Tunnel. Oh, tot. Okay, ist auch gut. Oh, shit. Oh, shit. Das heißt, eine gewisse Prise Verteidigung ist wichtig. Weil sonst passieren solche Debakel. Ja. Wie gesagt, weiter ist nicht schlimm. Ich bleib verhältnismäßig ruhig, was das angeht. Denn wir haben immer noch die bessere Position. Wir sollten nur versuchen, unseren Kollegen hier einfach durchzubringen und irgendwie da sein in der Nähe. Dass wenn da Schurken sind und direkt da erstmal bam, 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 bam machen, dass da irgendjemand da ist, der direkt die Flagge wegnimmt und dann mit irgendwie Distanz aufbaut. Das wäre auf jeden Fall das, was ich so probieren möchte, wenn es funktioniert. Aber ich sehe schon, die werden gerade ein bisschen in die Mangel genommen. Flaggenträger schon fast am Verrecken. Kollege wartet hier schon. Schurken sehe ich auch schon. Ich guck mal. Sehe ich ihn schon? Jo, Alter, da warten sie einfach nur noch. Ich muss näher. So, den werde ich auf jeden Fall stunnen. Einfach nur... Nein! Nicht schon wieder! Ach komm, Alter! Nicht euer verfickter Ernst! Und ausgewichen, das ist jetzt schlecht. Oh! Das ist jetzt wiederum gut! Ja, du Drecksack. War mir klar, dass du hier meine kleine Bitch angreifst wirst. Hände weg von meiner... Sie haben meine Kach gekillt. Aber er ist auch tot. So, wichtig ist, es ist ja... Okay, der Heiler ist tot so, aber die Schurken sind erstmal auf mir. Das heißt, unser Kollege kann hier normal durchkommen. Der kann sich gerne mit mir Zeit geben. Ganz ehrlich, unser Flaggenträger, es kommt einfach durch. Die stärksten Damage-Dealer haben einfach ihre Zeit an mir verschwendet. Damit habe ich eigentlich mehr gemacht, als ich machen wollte. Das passt schon. Das passt schon. So, die ist durch. Fast tot. Tot. Wahrscheinlich. Und zurückgebracht. Nein, Jungs. Jungs. Jetzt bitte nicht so nachsichtig werden. Was macht ihr, verfickte Scheiße? Was soll denn der Rotz jetzt hier? Und mal wieder niemand in der Offensive, der die Flagge irgendwie gefährlich kommt. Ja, sauber. Herzlichen Glückwunsch. Das wird auf jeden Fall jetzt ein spannendes Spiel werden. Ah, nein, warum? Warum machen sie so eine Scheiße? Damit geben sie der Horde nur unnötig Comeback-Chancen. Unnötige Comeback-Chancen. Wo ist denn die Flagge? Der muss schon durch gewesen sein, das kann nicht sein.
Es sei denn, der hat sich hinten irgendwo eingekämmt. Aber das habe ich letztes Mal auch gedacht und der hat dann einfach den Punkt abgegeben. Scheiße! Das ist wirklich komplette Scheiße. Das sollte eigentlich gar nicht mehr vorkommen. Nicht nachdem wir 2-0 haushoch geführt haben, dass wir jetzt so lasch verteidigen und gar nicht mehr so richtig krass exekuten. Das ist scheiße schlecht. Das ist richtig scheiße schlecht. Das ist nicht gut. Was macht der Typ? Bruder, wir müssen los. Falls dir das nicht aufgefallen ist. Okay, mein Plan ist, weil der stirbt. Schnell die Flagge nehmen. Ich bin außer Reichweite. Und ab geht die Luzi. Weg hier. Mindestens der Allianz die Chance geben, da irgendwas zu machen. Ich muss Distanzen aufbauen. Das sollte fürs Erste gar nicht mal so schlecht aussehen. Die sind alle im Tunnel gewesen oder alle noch im Haus. Aufmauten ist gar nicht möglich. Ich habe gesprintet. Wenn ich jetzt hier nicht vom Schurken abgefangen werde, schaffe ich es, ein bisschen Distanz aufzubauen. Nicht viel, aber mindestens genug Zeit, dass die Allianz irgendwas machen kann. Diese Fähigkeit, so, ich muss jetzt mal gucken. Wie sieht's aus? Oh, uff. Uff, ich sehe schon, ich werde in Agro genommen. Ich sehe aber keinen Schurken. Und ich glaube auch nicht, dass ein Schurke hier irgendwie angeschlichen kommen würde, weil, wie gesagt, er ist dann langsamer als ich. Huh, krankes Manöver, wichtiges Manöver. Da habe ich gut spekuliert, ihn nicht verteidigt, sondern darauf schon gewusst, dass das passieren wird. Und lieber, oh, Doppelmages. Puh! Habe ich schon mal erwähnt, dass das gleich sehr wehtun wird? Habe ich erwähnt, ne? Ja, ich erwähne es nochmal. Ich dachte, ich erwähne es vorsichtshalber mal nochmal. Scheiße. Run, you fools, ja. Das ist wohl wahrscheinlich das Einzige, was mir hier übrig bleibt. Ein bisschen über die Häuser gehen, dass sie mir nicht richtig krass auf die Fresse hauen können. Ich hab eigentlich alles. Ich habe alle Fähigkeiten, ich habe alles, was ich brauche. Deckt mich, dann komme ich wenigstens hier durch. Das ist doch schon mal wenigstens was. Und jetzt vorsichtig. Jetzt wirklich vorsichtig. Ich sollte nicht zu weit nach vorne gehen. Weil ich weiß nicht, ob hier irgendwo ein Schurke rumlungert. Mir kommt wenigstens eine Heilerin mit. Das ist mir schon viel wert. Das ist mir wirklich schon viel wert. Und jetzt muss ich hoffen. Jetzt müssen wir hoffen. Also, wenn ich jetzt sterbe, das ist dann ein hundertprozentiges 2:2. Das heißt, Allianz muss wirklich jetzt Gas geben und da weghauen, was wegzuhauen geht. Weil wir haben hier nur minimale Verteidigung. Na okay, minimal kann man es nicht sagen. Jetzt kommen hier verfickt viele Leute. Ich würde es gerne der Blondine geben. Die hat mehr Leben als ich. Deutlich mehr Leben als ich. Wenn sie mal irgendwann kommt. Okay, Horde ist da. Hat mich, glaube ich, aber noch nicht gespottet. Ja, okay, er hat mich jetzt gespottet. Aber er sieht mich ja nicht. Das kann mir also scheißegal sein. Und zum Heiler sollte ich eine gewisse Mindestreichweite besitzen, dass er mich gleich auch direkt in Heilung nehmen kann, wenn es schief laufen sollte. Ja, das ist jetzt so das gute alte Wartespielchen. Welches Team bricht jetzt da durch? Come on, 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 come on. Ja, Baby. Da muss man auch mal sich mal ein bisschen selbst applaudieren. Das war ein guter Move, den wir gemacht haben. Sonst hätte uns das wahrscheinlich noch das 2-2 gebracht. Denen jedenfalls das 2-2 gebracht. Und dann wäre es nochmal richtig spannend geworden. Also da haben wir, das war ein guter Move. 12 Kills, deutlich besser als letztes Mal. Ein bisschen aktiver im Geschehen gewesen als letztes Mal. In dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, see ya, Leute.